Aloha Leute, hier ist der Nova wieder und es geht weiter mit Let's Play Final Fantasy 9, was ja eine ziemlich lange Wartepause hatte. Zwischenzeitlich habe ich sogar noch ein anderes Projekt gestartet, nämlich Grandia 1. Ich mache aber jetzt erstmal hier weiter, weil, ja, der Gerechtigkeit halber und außerdem muss es hier auch mal wirklich weitergehen und zu Ende auch gehen. Ich kann ja nicht, weiß ich nicht, 7-8 Projekte nebeneinander laufen lassen. Also 7-8 ist jetzt hochgegriffen, aber im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, wenn ich denn das mal vergesse oder so. Und das sollte man ja eigentlich nicht. Ja, komm, spack nicht ab, mach weiter. Ach ja. So. Muss ich erstmal hier in diesem Tunnel die Schalter aktivieren, um auch erstmal hier weiterzukommen zum neuen Kontinent. Muss erstmal wieder in das Gameplay hier reinkommen. Ich glaube, das letzte Mal, als ich das gespielt habe, das war schon guten Monat her oder zwei. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es lange her. Umlegen. So. Wo war das? Hier. Ja. Was gibt's zu erzählen? Also ich weiß nicht, wie es bei euch so läuft, aber bei mir läuft jetzt alles wieder relativ gut. Auch mit Let's Play wird es jetzt wieder häufiger weitergehen. Das Einzige, was da jetzt irgendwie störend ist, zumindest für mich, ist das neue YouTube-Design. Was einem ja wie ein Stempel aufgedrückt wurde, weil YouTube ja ein Partner von Google ist und das auch wieder mit Google Mail zusammenhängt und man braucht ja ein Google Mail Konto, um sich einen YouTube Account zu machen und all so ein Scheiß. Kotzt ziemlich an, aber naja, was sein muss, muss sein. Was tut man nicht alles für sein Hobby? Ja, und das schöne Hintergrunddesign, was ich hatte, das war wieder für die Katz. Das war ja dann, Ja. Also, ja, so rum. Tastenbelegung war ein bisschen komisch. So. Ja. Ärgert mich ein bisschen, dass das Design geändert wurde. Wird wahrscheinlich nicht nur mich ärgern. Da viele Leute auch ziemlich viel Arbeit reingesteckt haben, das Design so hinzubekommen und genauso abzupassen und ja. Aber im Endeffekt muss man ja auch sagen, es geht um die Videos. Daher ist das jetzt nicht so schlimm, aber man muss schon sagen, dass das Design auch den Kanal schmackhafter machen konnte. Also von daher ist das neue Design irgendwie ein Klotz am Bein, würde ich sagen. Ja. Habe ich mich doch richtig erinnert, dass das so war. Ja. Oh Mann. So, weiter. Boah, Leute. Jetzt geht's aber los hier. Zufallskämpfe liebe ich ja sowieso. Was sind das denn für Viecher? Die sahen ja von hinten aus wie so Götterspeise. Stimmt, mit ihr kann ich ja jetzt auch Aufruf und solche Sachen. Stimmt ja. Nee, nicht Blitz. Blitz war. Maulschelle. Mhm. Nur auf den falschen Gegner, würde ich mal sagen. Okay.
gucken, wie er auf Blitz reagiert. Also auf Elektrizität. Ja, ging so. Meine Freundin hat in letzter Zeit leider viel mit Arbeit um die Ohren, daher wird in den Sternen stehen, wie das jetzt mit Banjo-Kazooie weiterlaufen wird. Das ist ja kurz vor Ende und ich muss ja eigentlich nur noch Grundhilda besiegen. Und ja, das habe ich ja mit ihr zusammen gemacht und habe dann auch vorgehabt, das mit ihr zusammen zu beenden. Und dann wollte ich, während ich jetzt hier Final Fantasy 9 weitermache, vielleicht sogar, wenn ich auch schon Final Fantasy 9 beendet habe, das wird die Zeit zeigen, wie sie so Zeit hat, separat neben Grandia 1 mit ihr noch Super Mario 64 machen. Das habe ich ja, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Das wird sich in etwa so gestalten, dass pro Stern und pro Frack, falls man sterben sollte, sich abgewechselt wird und so. Und ja, so wollten wir das in eigentlich durchspielen. Und jetzt habe ich vergessen, Vivi zu heilen. Ja. So. Ich habe ja genügend Potions. Ja. Habe ich jetzt inzwischen, während ich gelabert habe, irgendwie was Tolles gelernt oder so? Kann ich hier was Neues ausrüsten? Nichts, was der Rede wert wäre. Und, ich brauche unbedingt neue Ausrüstungsgegenstände. Das ist ja echt schlimm. Alles gelernt. Oh Gott, wie ich sowas hasse. Ja gut, Blitzer und Gift. Kann ich hier irgendwie einen anderen Stab ausrüsten? Ja, dann mache ich nämlich hier den Peridot. Da kann ich Blitzer weiter lernen. Wenigstens etwas. Mithrilweste. Auch nix, ey. Nix. Ist echt schlimm. Multistab. Ja, okay. Dann lerne ich wenigstens etwas. Alles für die Katz. Ist echt schlimm. Warte mal. Habgier. Oh, ich muss ja noch Habgier zu Ende lernen. Mies. Ja, egal. Ich werde versuchen, drauf zu achten. Boah. Frühmorgens um 11. Ja, 11. 11 ist früh morgens in den Ferien. Normalerweise bin ich ja dann etwas später wach. Besonders wenn ich so eine lange Nacht hatte. Okay, war das jetzt nur ein kritischer Treffer von ihr? Ja gut, kann ja nicht sein, es hat ja da gestanden, aber... Zufall, dass das jetzt so um die 200 Schaden gemacht hat. Ansonsten kommt sie ja auch langsam in die respektablen Zahlen. Aber das würde mich wundern auf Level 14. Blende. Ja, spackt doch nicht immer bei den Punkteverteilungen so ab. Mensch, ist ja schlimm. So. Schalter umlegen. So. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück. Ist das nicht fein? Das ist eine der beschissensten Stellen im gesamten Spiel, finde ich zumindest. Also das ist echt zum Kotzen. Dieses Hin- und Hergerenne und Schalter aktivieren und... ne. Ja, ich weiß, ein Hinterhalt. Das habe ich schon gesehen. Ah, jetzt auch noch Blutsaugen. Ey, super.
Ja, klar. Beim Vivi macht er keinen Schaden, aber bei mir oder was? Ich muss mich jetzt damit mit den Gedanken auseinandersetzen, dass die Schultertasten verkehrt rum sind. Also, dass R2 R1 ist und L2 ist L1 und umgekehrt. Bei dem Emulator-Setup, da habe ich das irgendwie von dem Bild her nicht so begreifen können, was da jetzt 2 und 1 ist. Aber naja, ist auch scheißegal. Für Final Fantasy 8 ist es zum Beispiel praktischer, mit diesem Controller R2 zu drücken, weil da der Finger sowieso schon drauf liegt und das ist irgendwie, ja, fühlt sich angenehmer an. Bei R1 muss ich irgendwie so komisch hochgehen, so mit dem Daumen, mit dem Finger und dann verkrampfe ich den so bescheuert auf Dauer. Aber man muss ja echt, echt viel R1 drücken in Final Fantasy 8. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, warum ich Final Fantasy 8 ins Spiel bringe, weil ich das sowieso nicht mehr zocke, weil es ja durch ist und wenn überhaupt, könnte ich es ja auf der PlayStation 1 zocken. Aber naja, egal. Das Thema hat ja auch noch durch einen anderen Grund an Wichtigkeit verloren. Ich habe ja gerade sowieso bemerkt, dass ich meinen neuen Controller in der Hand halte. Und der ist ja sowieso wie ein richtiger PlayStation 2 Controller geformt und das ist wunderschön. So. Also diese Höhle merkt man auch, die zieht mich total runter. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Eine Story kann ich ja und will ich ja nicht spoilen. Das ist voll scheiße. Obwohl ja eigentlich die meisten, die sich das ja angucken, vor allem wenn sie neuen kennen dürften. Okay. Geh ich mal lieber erst oben lang, oder? Ach, es gibt gar keinen oben lang. Stimmt, ja. Ah, nee. Nee. War da nicht noch irgendwie was mit einer Spitzhacke hier? Ich komme ja jetzt noch gar nicht zum Ausgang, oder? Ich komme ja erst zum nächsten Raum mit Verzweigungen. Da war mir irgendwie was so. Oh Gott. Oh, nee. Boah, das kann ich ja jetzt überhaupt nicht haben. Was bist du für ein Vogel? Oho, du bist ja schneller als erwartet hier. Kann ich dir vielleicht was andrehen? Ja, schon. Polaris habe ich ja schon. Habe ich auch? Multistab, Sternrote, Methylarmreif, Raginfäustling, Stirnband, Magierhut, Methylhelm, Plattenpanzer, Methylweste, Adamantweste. Sollte man sich vielleicht viermal zulegen. Potion. Kann man ja bekanntlich nie noch haben. Okay. Schau mal wieder rein. Ja. Damit du dir mit mir eine goldene Nase verdienst oder was? Ah ne, war ja sowieso Adamant. Beste, ne? Ja, Herz aus Stein. Cool. Endlich mal eine neue Fähigkeit. Und mit ihm kann ich nicht mal... Ah, verdammt! Mit ihr auch nicht, aber die Werte gehen hoch. Egal. Hauptsache Werte. Und mit ihm muss ich ja noch Ability ablernen. Das ist ja sowas von zum Kotzen. Warum habe ich jetzt 4 Stück davon gekauft? Hä? Ich hoffe, der Weg geht jetzt sinnvoller weiter. Wehe, du bringst mich jetzt zurück zu dem Punkt, wo ich herkomme, Alter. Denn, Alter. Du Arschloch! Du Arschloch! Wow, Alter, ich könnte ja sowas von in den Arsch vögeln, ey. Das gibt's nicht. Leute. Ah! Ich hätte diesen Schalter nicht umlegen dürfen. Ah, oh, scheiße.
Jetzt bin ich dahin, nur für den arschgefickten, Entschuldigung, verdammten Händler da. Mann. Das ist ja jetzt voll zum Kotzen. So. Boah, kotzt das an. Ich sage, diese Stelle im Spiel ist einfach nur zum Kotzen. Einfach nur zum Kotzen, ey. Schlimm. Ja, bring mich bitte zurück. Kann ich wieder einen Umweg laufen, wieder einen Schalter umlegen und dann wieder einen Umweg laufen und wieder einen Schalter umlegen und zurück und dann kann ich hoffentlich mal langsam den richtigen Weg gehen. Achso ja, bevor ich es vergesse, an dieser Stelle mache ich einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao!